Hallo Kinder, gestern habe ich euch erzählt, dass Philinden vor ungefähr 120 Jahren nur eine kleine Bauernschaft war, wo einige Bauern gelebt haben, aber eigentlich keine Kinder, jedenfalls nur die Kinder von den wenigen Bauern. Und das war nicht genug, damit es bei uns in Philinden eine Schule gab. Die Kinder mussten woanders zur Schule gehen und hatten deshalb einen weiten Fußweg. Das änderte sich aber, als Walsum immer größer wurde. Walsum hatte noch zu Beginn des Ersten Weltkrieges, vor etwas mehr als 100 Jahren, nur etwa 3000 Einwohner. Und heute und nach kurzer Zeit auch schon damals haben wir etwa 50.000 Einwohner und das ist viel, viel mehr. Aber wo sind die ganzen Menschen hergekommen? Dafür habe ich euch eine alte Wandkarte mitgebracht, die bei uns in der Schule gehangen hat. Ihr seht hier ein großes Industriegebiet, denn in Duisburg gibt es zwei große Flüsse, die sich treffen. Das ist einmal der Rhein und die Ruhr. Und auf dem Rhein und auf der Ruhr fahren viele Schiffe und Schiffe können Güter transportieren. Und unter Duisburgs Erde lag tief unten sehr viel Kohle, wie überhaupt im ganzen Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet heißt Ruhrgebiet, weil die Ruhr drüber fließt. Und diese Kohle haben die Arbeiter aus der Erde rausgeholt, in Bergwerken. Man hat auch Schacht oder Zeche oder Pütt dazu gesagt. Solche Türme, Fördertürme von Bergwerken, seht ihr auf dem Bild hier oben beispielsweise oder da oben. Es hat ganz viele solcher Zechen gegeben, wo Kohle nach oben befördert wurde. Die Kohle brauchte man nämlich einerseits, damit man es warm hatte. Es wurde nämlich vorwiegend mit Kohle überall geheizt. Und man brauchte sie, um Stahl zu erzeugen. Ein ganz großes Stahlwerk seht ihr hier vorne. Und in Duisburg gibt es immer noch große Stahlwerke, nicht mehr so viele wie früher, aber zur damaligen Zeit gab es ganz viele Stahlwerke. Duisburg war also eine große Industriestadt. Und den Stahl, den brauchten die Fabriken, weil es waren neue Sachen erfunden worden. Autos waren erfunden worden, Traktoren, also Trecker. Leider Gottes gar nicht mal so viel später, nachdem unsere Schule gegründet war, wurde aus Stahl Panzern hergestellt. Und es gab Häuser, wo man Stahlplatten und Stahlbleche für brauchte. Und die großen Fabriken brauchten Stahl. Und damit die Kohle und der Stahl irgendwohin transportiert werden konnte und die Menschen auch in anderen Städten mit Kohle heizen konnten, musste man die Kohle irgendwie transportieren. Autos gab es noch nicht, jedenfalls nicht so viele und große Lastwagen auch nicht so viele. Mit dem Zug, der hatte gerade auch erst angefangen, wurde übrigens auch aus Stahl hergestellt. Und so transportierte man ganz viel von Duisburg aus über den Rhein bis nach Holland oder bis in die Schweiz. Und noch heute sieht man auf dem Rhein, wenn ihr mal zu Besuch seid, viele Lastschiffe, die Güter transportieren. Heute ist es kaum noch Kohle, so gut wie nicht mehr, aber ihr seht große Container, das sind so große Boxen oder Sand oder Kies oder Steine, die über den Rhein transportiert werden in andere Städte, wo die Sachen gebraucht werden. Es war also nötig, damit die Fabriken arbeiten konnten, dass die Menschen hierhin kamen, denn die Arbeiter wurden gesucht. Und die Menschen, die nach Walsum-Vierlinden kamen, die kamen nach dem Ersten Weltkrieg, den Deutschland verloren hatte. Und eigentlich kann man keinen Krieg gewinnen, denn in jedem Krieg sterben Menschen. Aber Deutschland musste als Strafe ein Stück Land abgeben an Frankreich, was Deutschland übrigens in einem Krieg davor den Franzosen weggenommen hatte. Und aus diesen Gebieten, aus Elsass und aus Lothringen in Frankreich, aber auch aus Schlesien, kamen die Familien nach Duisburg-Walsum, nach Vierlinden.
Das waren deutsche Familien, wenn man so will, waren das Aussiedler, sagte man dazu, und die sprachen Deutsch und sie hofften jetzt, eine gut bezahlte Arbeit zu finden und in Duisburg sich eine neue Zukunft für sich und ihre Kinder aufzubauen. Jetzt wisst ihr, wo die hergekommen sind, die Menschen. Später erzähle ich euch mal, dass eigentlich danach immer wieder Menschen aus vielen Ländern der Welt zu uns nach Vierlinden gekommen sind. Aber die ersten, die die Häuser im kleinen Feld oder im Kirchweg bauten, das waren Menschen aus Frankreich und aus Schlesien, das ist heute Polen. Und es waren meistens katholische Familien, die zugezogen sind. Das war's für heute. Tschüss.